Die radikal-islamischen Taliban kontrollieren in Afghanistan mittlerweile wieder weite Teile des Landes, sowie hier in Paktika im Osten an der Grenze zu Pakistan. Im Zuge des Abzugs der westlichen Truppen sind vielerorts bewaffnete Islamisten zu sehen, anstatt wie vorher afghanische Sicherheitskräfte. In Paktika kontrollieren die Bewaffneten Fahrzeuge auf der Straße. Die Männer geben sich als Beschützer der Bevölkerung. Keiner hat Probleme, niemand muss sich sorgen. Ich bin hier, um ihnen zu dienen, und zwar Tag und Nacht. Die Sicherheitslage ist gut, es gibt keine Probleme, nicht mal bei Hochzeiten. So soll es sein. Wir haben keine Bomben gehört, es gibt keine Konflikte und keine Flugzeuge fliegen über unsere Köpfe. Hier passiert nichts. Nicht alle Menschen im ethnisch vielfältigen Afghanistan sehen die Taliban so positiv. In der Hauptstadt Kabul versuchen Tausende verzweifelte Menschen an Bord von ausländischen Fliegern vor den Islamisten zu fliehen. Vielen dürfte noch die Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 in Erinnerung sein. Damals mussten Frauen die Burka tragen und durften keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Des Ehebruchs bezichtigte Frauen wurden zu Tode gesteinigt, Dieben wurde die Hand abgehackt. Seit ihrer erneuten Machtübernahme sind die Taliban bemüht, ein moderateres Bild abzugeben. Doch wie genau ihre Herrschaft ausgestaltet werden wird, ist derzeit noch unklar.